Hallo, meine lieben Ananäschen und willkommen zurück zu Sweet Amorous Schulleben. Wir starten in Episode 31, den Ausnahmezustand. Alle stehen noch wegen Lysanders Unfall unter Schock. Sie sagen, seine Verletzungen sind nichts Ernstes, aber wie geht's ihm wirklich? Und das wollen wir jetzt herausfinden. Wir bekommen hier leider nur noch 100 AP geschenkt. Okay. Wie gesagt, es wird irgendwie von Mal zu Mal weniger. Letztes Mal waren es noch 400 und ich glaube davor auch. Irgendwann haben wir sogar mal 1000 bekommen. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, wie weit die Episoden fortschreiten oder ob das mit der Länge der Episode zusammenhängt. Falls es hier mit der Länge zusammenhängt, können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass es eine sehr kurze Episode wird. Würde ich mal behaupten. Okay, nehmen wir aber trotzdem gerne an. Und schauen mal, was uns so erwartet. Wir starten mit 4200 AP. Mal gucken, wie viel es am Ende sind. Lysander ist jetzt bereits seit einigen Tagen im Krankenhaus. Ich kann an kaum etwas anderes denken, als an seinen regungslosen Körper und das Blut in seinem Gesicht. So etwas Schreckliches habe ich noch nie erlebt. Ich hänge sehr an Lysander. Der Gedanke, ihn verlieren zu können, ist unerträglich. Ich rufe Rosa an, um zu erfahren, wie es um ihn steht. Hallo? Hey, Rosa, entschuldige, falls ich dich störe, aber weißt du was Neues? Oh, scheinbar geht's ihm schon besser, aber da gibt's etwas, das Lay mir nicht sagen möchte. Das macht mir Sorgen. Du hast ihn also immer noch nicht selbst gesehen? Nein, wie gesagt, erlauben sie keine Besuche, außer von Familienangehörigen. Oh, ach so. Oh, warte, ich bekomme gerade noch einen Anruf. Es ist Castiel. Okay, ich lass dich dann mal mit deinem Schätzchen sprechen. Ich bin sowieso völlig fertig. Ich wollte dir nur sagen, dass ab morgen auch andere Besucher als Familienangehörige erlaubt sind. Ich werde so gegen 10:30 hingehen, wenn du mitkommen möchtest. Oh, dann frage ich auch Castiel. Er möchte vielleicht auch mitkommen. Okay, dann vielleicht bis morgen. Schlaf gut. Ich habe aufgelegt, um mit Castiel zu sprechen. Hallo? Hey, ich bin's. Hast du schon geschlafen? Nein. Nein, ich habe gerade mit Rosa telefoniert. Sie hat mich über Lysander auf den neuesten Stand gebracht. Oh, dann weißt du also, dass wir ihn morgen besuchen können. Ja, hat sie mir gerade gesagt. Möchtest du hingehen? Ja, ich wollte fragen, ob du morgen mit mir kommen möchtest. Ist ja vielleicht nicht sonderlich spaßig, aber naja. Natürlich komme ich mit. Lysander braucht gerade Unterstützung und du auch. Danke. Du, das ist wirklich lieb von dir. Aber das ist doch ganz normal. So besorgt kennt man ihn sonst gar nicht. Die letzten Tage waren sicher schwierig für ihn. Auch wenn er mir seine Gefühle nicht offenbart hat, weiß ich, dass der Unfall ihn sehr geschockt hat. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns morgen im Park treffen und dann gemeinsam zum Krankenhaus fahren. Dann bis morgen. Ich bin wirklich müde. Ja, ruh dich gut aus. Direkt nachdem ich aufgelegt hatte, wurde ich von Müdigkeit überwältigt. Ich habe versucht, an etwas anderes zu denken, bevor ich tief und fest eingeschlafen bin. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, lagen mir die Sorgen immer noch schwer auf der Brust. Ich bin wie ferngesteuert aufgestanden, starrte lange Minuten mit leeren Augen auf meinen Kleiderschrank und vergaß beinahe, mich anzuziehen. Ach, los, ich muss mir jetzt langsam mal für ein Outfit entscheiden. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir das linke Outfit besser gefällt, aber das rechte ist das Richtige, um die Illustration mit Castiel zu erhalten. Also nehmen wir natürlich das. Das hier passt sicherlich zum Anlass, ja. Aber es passt definitiv nicht zu dem letzten Outfit, was da drunter sich eingezeckt hat. Okay, so ist es schon besser. Ah, das hier passt sicherlich zum Anlass. Ich muss los, ich möchte Castiel nicht warten lassen. Okay, triff dich mit Castiel im Park. Meine Eltern waren bereits aufgestanden. Darf ich erfahren, wo du hin willst? Es ist nicht mal 10 Uhr. Ach ja, ich bin ja immer noch unter Hausarrest. Ich möchte meinen Freund im Krankenhaus besuchen gehen. Ich dachte, dass ihr das vielleicht ausnahmsweise erlauben würdet. Oh. Natürlich darfst du ihn besuchen gehen. Danke. Mein Vater ist seit dem Unfall deutlich verständnisvoller. Er hat mit angesehen, wie die Sanitäter Lysander mitgenommen haben. Diese Szene muss auch ihn geschockt haben. Ich muss jetzt los. Bis später. Lass den Kopf nicht hängen, meine Süße. Sie hat mir einen Kuss auf die Stirn gegeben. Ruf an, wenn es Probleme geben sollte. Ja, macht euch keine Gedanken.
Naja, also, ne? Kann ja jedem passieren irgendwie. Okay, tief einatmen, Wuli, und los geht's. Wuli? Was ist denn jetzt schon wieder? Laeti ist am Telefon. Sie hat genau in dem Moment angerufen, als du los wolltest. Okay, ja, ich komme. 5 Minuten kann ich mir schon nehmen, um mit ihr zu sprechen. Vor allem, weil sie den Tag der Kunst und seinem dramatischen Ende ohne Vorwarnung verschwunden war. Nach dem Tag der Kunst, okay. Vielleicht kann sie mir das nun erklären. Okay, dann gehen wir halt wieder zurück. Und wir müssen auf das Telefon klingen, das ist sehr witzig. Hallo, Laeti? Wuli, sorry, dass ich beim letzten Mal einfach so verschwunden bin. Ich hoffe, du hast dir keine Sorgen gemacht. Ganz ehrlich, mit allem, was passiert ist, bist du etwas in den Hintergrund gerückt. Aber ich habe mich natürlich schon gefragt, warum du plötzlich verschwunden warst. Entschuldige, das Ganze ist etwas kompliziert. Ich erkläre dir alles, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich wollte dich sowieso... Mein Vater war gerade dabei, die Küche aufzuräumen und veranstaltete dabei einen unheimlichen Lärm. Ich habe den Faden unserer Unterhaltung verloren. Und meine Tasche? Oma, in Stunde, okay, für dich? Warte, ich verstehe dich nicht. Es ist so laut hier. Leg nicht auf. Entschuldige, was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, dass ich am Wochenende nichts Besonderes vorhabe. Mir ist unheimlich langweilig. Was hältst du davon, wenn ich 2 Tage lang zu dir komme? Das würde dich nach dieser aufwühlenden Woche auf andere Gedanken bringen. Das meinst du doch nicht ernst. Doch, ich brauche auch nicht lange, um meine Tasche zu packen. Ich kann schon in 1 Stunde bei dir sein. Nein. Nein? Nein. Du kannst dich doch nicht einfach immer so selbst einladen. Okay. Hör mal, Laeti, du erwischt mich etwas auf dem falschen Fuß, wenn ich ehrlich bin. Oder ist dir das denn gar nicht peinlich? Okay, da wüsste ich jetzt nicht, wieso man so reagieren sollte, aber okay. Oder sonst immer gern, aber ich habe schon was anderes vor. Ich habe was anderes vor. Oder das hier, das weiß ich jetzt gerade irgendwie nicht, was ich... Nee, ich habe schon was anderes vor. Oh, vielleicht kann ich einfach mit dir kommen. Ich gehe Lysander im Krankenhaus besuchen. Ich möchte ihn ungern dadurch unter Stress setzen, dass ich jemanden zusätzlich mitbringe. Oh, verstehe. Nicht so schlimm, dann eben ein andermal. Ja. Irgendwann musst du mir erklären, was mit dir los ist. Wie meinst du das, was mit mir los ist? Ich weiß, wir waren früher total eng befreundet, aber seit ich auf der Suite Amoris bin, sehen wir uns nicht mehr so häufig. Und ganz plötzlich? Plötzlich möchtest du, dass wir uns wieder mehr sehen. Das überrascht mir Mir überrascht das, ja. Was willst du damit sagen? Du fehlst mir ganz einfach. Okay, wenn du das sagst. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie etwas von mir verheimlicht. Okay, wir sehen uns dann einfach ein anderen Mal. Okay, schönes Wochenende. Dir auch. Wegen ihrer Launen komme ich noch zu spät. Ich muss los und sollte mich besser beeilen. Los, los, los. Ab in den Park. Bin etwas spät dran. Castiel ist schon da. Er geht auf und ab. Ich glaube, er brummelt etwas vor sich hin. Ich bin mit leisen Befürchtungen auf ihn zugegangen. Castiel? Oha, er hat richtig Augenringe. Ah, da bist du ja. Es ist sonst gar nicht seine Art, so abgelenkt zu sein. Ohne ein weiteres Wort bin ich auf ihn zugetreten und habe ihn in den Arm genommen. Oder alles in Ordnung? Oder mach dir keine Gedanken, es wird schon alles gut werden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt sagen würde, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich nehme ihn jetzt einfach in den Arm. Das, so eine stille Geste ist da eigentlich immer irgendwie, weiß ich nicht, am besten. Er hat meine Umarmung zwar kaum erwidert, aber er hat auch nicht dagegen protestiert. Und er lächelt immerhin so ein ganz kleines bisschen. Letztendlich sind wir gemeinsam zur Bushaltestelle gegangen, um zum Krankenhaus zu fahren. Nimm den Bus. Okay. Oh nein, der Bus ist gerade weggefahren. So ein Mist. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als auf den nächsten zu warten. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Vielleicht könnten wir einen kleinen Bummel durch die Stadt machen und nach einem kleinen Mitbringsel für Lysander Ausschau halten. Ich bin sicher, er würde sich freuen. Wenn du das sagst. Okay, lass uns gehen. Ich habe ihn an den Arm gefasst und ihn in Richtung Innenstand hinter mir hergezogen. Ich weiß ja irgendwie nicht. Es sollte nicht schwierig sein, was zu finden. Wir sind ein bisschen zwischen den Schaufenstern hin und her geschlendert, aber Castiel schien in Gedanken nicht bei der Sache zu sein. Ich zögere noch zwischen einem Blumenstrauß und einem Plüschhasen. Was meinst du dazu? Ganz egal. Es ändert auch nicht wirklich was. Okay. Scheinbar kann ich von ihm keine Hilfe erwarten. Blumen heitern die Atmosphäre eines Krankenhauszimmers auf. Andererseits sind Blumen vielleicht etwas unpersönlich. Der Plüschhase trifft seinen Geschmack, aber vielleicht ist das ein bisschen kindisch. Ich nehme besser den Hasen oder ich nehme besser die Blumen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er sich über das ein oder andere freuen würde, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme mal die Blumen. Ach, super. Okay. Das war jetzt so irgendwie nicht geplant. Sehr einfallsreich. Wenn es dir nicht gefällt, dann kauf eben was anderes. Verletzt habe ich den Blumenladen betreten. Naja gut, aber ja. Warte, ich wollte dich nicht ärgern. Welche Blumen möchtest du kaufen? Es gibt weiße Lilien, die würden ihm bestimmt gefallen. Ernsthaft? Castiel. Okay, verstanden. Ich höre auf, dich zu kritisieren. Der Blumenstrauß kostet 4. Teilen wir uns den Preis, so kommt das Geschenk von uns beiden zusammen. Ja, einverstanden. Jeder von uns hat dem Blumenverkäufer 2 Gold gegeben. Dann haben wir den Laden verlassen. Es ist ja ganz lieb gemeint, noch ein Mitbringsel zu kaufen, aber wir verpassen noch den nächsten Bus, wenn das weitergeht. Passt schon, wir müssen uns einfach beeilen. Ja, dann sollten wir das auch tun. Wir mussten nicht lange auf den Bus warten. Die Fahrt kostet 2 Gold. Ich habe mein Portemonnaie aus der Tasche geholt. Das ist nicht nötig, ich zahle. Ich kann doch wohl mein Ticket bezahlen. Hör mal, ich weiß, dass ich gerade alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse bin. Da kann ich dir wenigstens die Fahrt bezahlen. Ich verstehe dich, du bist eben traurig, du bist mir nichts schuldig. Hör auf zu diskutieren. Er hat meine Hand genommen und wir sind in den Bus gestiegen. Castiel hat während der Fahrt nicht viel herausgebracht und ich wollte ihn lieber in Ruhe lassen. Ja, finde ich auch besser irgendwie. Die Spannung hing förmlich in der Luft, als wir im Krankenhaus ankamen. Ich habe nochmal tief durchgeatmet, bevor ich mit Castiel durch die Eingangstür getreten bin. Im Innern des Krankenhauses ist es ganz still und komischerweise macht mich das nur noch nervöser. Guck mal, da ist eine Krankenschwester am Empfang, die kann uns bestimmt weiterhelfen. Castiel hat mit dem Kopf geschüttelt und ist dann mit entschlossenen Schritten auf den Empfang zugetreten. Die Krankenschwester wirkt nicht besonders freundlich. Wir suchen das Zimmer von Castiel! Er hat nicht mal guten Tag gesagt. 2 Minuten! Was? Ich bin gerade beschäftigt. Kommen Sie in 2 Minuten nochmal. Das können Sie doch wohl nicht ernst meinen. Es ist doch sonst niemand hier. Was haben Sie denn so Wichtiges zu tun? Castiel, hör auf. Du bist nicht das erste Kind, das hier reinschneit und meint, mir meinen Beruf erklären zu müssen. Wenn ihr nicht zufrieden seid, könnt ihr ja wieder gehen. Castiel wollte gerade etwas sagen, ganz ohne Zweifel eine bissige Antwort, aber ich habe ihn am Arm gepackt und ihn zur Seite genommen. Es bringt nichts, sich mit ihr anzulegen. Wir warten einfach. So wie sie es uns gesagt hat. Sie sollte sich mal lieber von ihrer liebenswürdigen Seite zeigen, bevor ich wirklich wütend werde. Liebreizend wie eh und je. Wenigstens ist die Cafeteria einladend. Das ist ja alles unheimlich schön, aber ich bin doch nicht hergekommen, um mir Croissants reinzuschaufeln. Beruhig dich, es geht doch nur darum, ein bisschen Zeit rumzukriegen. Wir haben aber keine Zeit zu vertrödeln. Ich gehe zurück und werde der Alten ein paar Takte erzählen.
Alter. Okay. Kleiner, es ist kein Disclaimer, aber kleine Bitte von mir. Alle, aber wirklich alle pflegenden Berufe sollten respektiert werden. Und wenn die Leute gerade mal viel zu tun haben und gestresst sind und sich nicht erreichen lassen oder keine Ahnung was, dann lasst ihnen gefälligst ein bisschen Zeit, wenn sie sagen, sie brauchen 2 Minuten. Und geht nicht wie so ein wütender Castiel auf sie zu und macht sie zur Schnecke. Castiel, warte, misste er schon auf und davon. Ich sollte ihn besser nicht alleine lassen. Ja, das wäre wohl besser. Sie steckt immer noch mit ihrer Nase in den Unterlagen. Warte! Aber Castiel hat sich schon die Empfangsdame zur Brust genommen, um Lysanders Zimmernummer herauszubekommen. Die Krankenschwester hat ihn mit einem entrüsteten Blick angesehen. Na, Ihnen hat man wohl keine Manieren beigebracht. Dieses Kompliment kann ich nur zurückgeben. Castiel, beruhig dich, das führt doch zu nichts. Wir haben jetzt lange genug gewartet. Dann warten Sie eben noch etwas länger. Castiel steht kurz vor einer Explosion. Komm, wir suchen einen anderen Weg. Komm mit. Ich habe ihn hinter mir her zum Fahrstuhl geschleift. Okay, wir finden Lysanders Zimmer jetzt auf eigene Faust. Die Türen des Fahrstuhls haben sich langsam hinter mir geschlossen. Wir wissen nicht mal, in welche Etage wir müssen wegen dieser... Hey, beruhig dich. Wir finden schon jemand anderen, um danach zu fragen. Ich habe spontan seine Hand genommen. Ich weiß, es ist nicht einfach für dich. Aber du bist damit ja nicht allein. Er hat mich mit einem aufgewühlten Blick angesehen. Mag sein, dass es mich verändert. Ich dachte daran, wie normal es immer wirkte, Castiel ganz allein zu sehen. Dabei muss er einige schwere Momente durchgemacht haben, in denen er jemanden gebraucht hätte. Ich versuchte, ihm meinen Arm um die Schulter zu legen. Aber er ist so groß. Wie witzig. Ich habe mich auf die Zehenspitzen gestellt, um ihn zu küssen. Er hat seine Hand in meinen Nacken gelegt und seine Lippen auf meine gepresst. Hupsi! Oh, entschuldigen Sie. Ups, ich habe gar nicht bemerkt, dass der Fahrstuhl im ersten Stock angehalten hat und sich die Türen geöffnet haben. Sagen Sie, könnten Sie uns vielleicht weiterhelfen? Vielleicht. Wir würden gerne einen jungen Mann namens Lysander besuchen. Sagt Ihnen der Name etwas? Lysander? Ja, natürlich. Er ist einer meiner Patienten. Perfekt. Besser hätte es nicht laufen können. Könnten wir die Nummer seines Zimmers bekommen? Er ist auf der 3. Etage, Tür links. Wird ihm guttun, ein paar Freunde zu sehen. Ich würde sogar sagen, dass er es eher eine therapeutische Wirkung haben kann. Vielen Dank. Jetzt müssen wir nur noch in den 3. Stock. Dann gehen wir in den 3. Stock. 3. Etage, Tür links. Hier muss es also sein. Castiel und ich haben einen Blick ausgetauscht. Ich habe ihn angelächelt, um ihn aufzumuntern. Ob's das bringt? Hat sie etwas vergessen? Wie bitte? Gehören Sie zur Familie? Entschuldigung, ich muss mich im Zimmer geirrt haben. Oh, kein Problem. Okay, dann war es wohl nicht das Zimmer. Ach, Wuli, endlich. Ich werde ja noch ganz verrückt. Was ist denn? Ist was Schlimmes passiert? Lass mich vorbei, ich möchte ihn sehen. Los, lass uns woanders hingehen. Ich brauche etwas Ruhe. So oder so dürfen wir gerade eh nicht in sein Zimmer. Wieso dürfen wir etwa nicht zu ihm? Jetzt ist es soweit. Ich mal mir das Schlimmste aus. Vielleicht hat sich sein Zustand verschlechtert. Lei und Jizian sind gerade bei ihm. Wir sollten ihn nicht überfordern. Aber... Ihr könnt mich nicht davon abhalten, ihn zu sehen. Er braucht Ruhe, Castiel. Du kannst ihn später sehen. Komm, wir setzen uns in die Cafeteria. Außerdem brauche ich eine Dosis Zucker. Okay. Komm, Castiel. Rosa hat uns scheinbar was mitzuteilen. Oh ja. Okay. Wir haben uns an einen Tisch gesetzt. Also, wo soll ich anfangen? Sie hat die Augen geschlossen, um ihre Gedanken zu ordnen. Rosa. Spuck schon aus! Sekunde, ich sammel mich. Okay.
nach dem Unfall, der durch diesen Idioten von Autofahrer verursacht wurde und der sich danach direkt aus dem Staub gemacht hat. Sie hat sich unterbrochen, um nicht die Fassung zu verlieren. Du kannst es ruhig sagen, dass dieser Typ ein gewaltiges... schon gut, wir haben es schon verstanden. Diese Fahrerflucht hat mich auch unheimlich geschockt. Wie kann man jemanden am Boden liegen sehen und ihm nicht helfen? Solche Menschen sind einfach nur abscheulich. Naja, und deswegen hat Lysander, was die Mediziner ein mittelschweres Schädelhirntrauma nennen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis er aufgewacht ist. Es wussten zwar noch nicht viele, aber sein Vater ist sehr krank. Und wenn man diese Sorgen dazu zählt, was will sie denn damit sagen? Die Krankheit seines Vaters? Er hat es noch nie jemandem erzählt, aber es steht sehr schlecht um ihn. Und das hat Lysander natürlich unheimlich mitgenommen. Was zur Hölle? Er hätte mir davon erzählen müssen. Deshalb war er in letzter Zeit auch so seltsam drauf. Lysanders Familie scheint wirklich vom Pech verfolgt zu sein. Das ist im Moment alles etwas viel auf einmal. Aber Rosa, was hat die Krankheit von seinem Vater mit seinem Zustand zu tun? Ich war gerade da. Im Großen und Ganzen meinen die Ärzte, dass sein Zustand auf diese beiden Traumata zurückzuführen ist. Und den Unfall und auf die Sorge um seinen Vater. Und weil das alles sehr viel auf einmal... Rosa! Er hat sein Gedächtnis verloren. Oder zumindest teilweise. Was? Das darf nicht wahr sein. Leider doch. Was redest du denn da? Wie könnte so etwas denn passieren? Das ist die Wahrheit. Und glaub mir, mir gefällt es genauso wenig wie dir, aber es wird Lysander sicherlich gut tun, euch beide zu sehen, dich und Fumi. Woran erinnert er sich denn überhaupt? Ich weiß es nicht genau. Ich habe heute Morgen noch nicht viel mit ihm gesprochen. Er schien froh darüber, mich zu sehen, aber ich glaube, er hat einige der neuesten Ereignisse vergessen. Ich brauche eine Pause. Ich hole mir ein Brötchen. Ich kann kaum noch gerade stehen. Im Normalfall hätte ich sie darauf hingewiesen, dass sie bereits sitzt, aber stattdessen nickte ich nur gedankenverloren mit dem Kopf. Ernsthaft, wie lange müssen wir hier denn noch abwarten? Lass uns warten, bis Rosa ihr Brötchen gegessen hat. Na toll, wenn das genauso läuft wie im Restaurant letztens, das können wir nur lange warten. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen, aber als ich mich an diesen Abend zurückerinnerte, da waren wir noch so fröhlich. Es war wirklich ein schöner Abend. Rosa ist bald mit ihrem Brötchen zurückgekommen und wir haben uns entschieden, direkt gemeinsam zu Lysanders Zimmer zu gehen. Eieieiei. Ihr seid alle extra für meinen Lysander gekommen? Das ist ja lieb von euch. Rosa ist auf Leigh zugegangen, um ihn in den Arm zu nehmen. Und gibt's was Neues? Er scheint ganz ruhig zu sein. Die Ärzte haben gesagt, wir sollen ihn möglichst nicht überfordern. Ach, die können viel labern, ohne wirklich was zu sagen. Ich glaube, Castiel wird sich nicht beruhigen, bis er seinen Freund zu Gesicht bekommen hat. Der Arzt ist noch bei ihm im Zimmer. Er wird euch mehr dazu sagen können als ich. Sehr gut, lass uns gehen. Im selben Augenblick ist jemand aus Lysanders Zimmer gekommen. Ah, wie ich sehe, scheint Lysander viele Freunde zu haben. Können wir zu ihm? Natürlich, aber bitte nur zwei Personen gleichzeitig. Er braucht wirklich Ruhe. Schon gut, wir haben's kapiert. Gibt's ein Problem, junger Mann? Gibt's noch andere Dinge zu beachten? Überfordert ihn bitte nicht. Alles zu seiner Zeit. Es ist alles andere als einfach mit einer Amnesie umzugehen, auch wenn sie nur vorübergehend ist. Und berichtet ihm vor allem nichts, was ihn aufbringen oder verunsichern könnte. Er hat von dem Moment genug durchgemacht. Okay, dann brauchen wir gar nicht erst von seinem Vater zu sprechen. Wir sind doch nicht doof. Natürlich passen wir auf. Wir möchten nur sehen, wie es ihm geht. In Ordnung. Kommst du, Wuli? Ja, natürlich. Dann ist es wohl das Zimmer hier, oder? Da ist er endlich. Oh Gott, er sieht so schlimm aus. Es tut ihm so leid. Er hat uns neugierig angesehen, als wir das Zimmer betraten.
Ihn und seine Verletzungen zu sehen, bricht mir das Herz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was soll man zu jemandem sagen, der sein Gedächtnis verloren hat? Hey, und so eine Angst einzujagen passt gar nicht zu dir. Also hör besser auf damit. Castiel, du siehst gar nicht gut aus. Du solltest dich besser ausruhen. Guck dich mal selber an, Freundchen. Er ist auf seinen Freund zugetreten und hat ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter gegeben. Du scheinst dich gut zu erholen. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Oh, fuck. Entschuldigung, aber wer bist du? Ich spürte einen Stich mitten ins Herz. Wow, hat es gerade 30 abgezogen? Ich bin's. Wuli, erinnerst du dich nicht? Er schüttelte langsam mit dem Kopf. Es tut mir wirklich leid. Er und ich waren uns doch zuletzt näher gekommen. Ich fasse es nicht, dass er mich vergessen hat. Ich sollte ihm auf die Sprünge helfen. Wir sind Freunde. Oder in schwierigen Momenten warst du für mich da. Oder wir sind Klassenkameraden. Wir sind Freunde. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige war, aber... Es ist wirklich fürchterlich, sich nicht an seine eigenen Freunde zu erinnern. Hey, wenigstens erinnerst du dich an mich? Danke, dass du auch noch Salz in die Wunde streust. Oh, ich wollte dich nicht verletzen, aber er und ich, wir kennen uns immerhin schon ziemlich lange. Er hat zwar nicht Unrecht, aber ich fühle mich plötzlich fehl am Platz. Ich brauche ein bisschen frische Luft, ich komme gleich wieder. Oh, ich komme mit dir, wenn du willst. Nein, kein Stress, ich glaube, ihr habt euch so einiges zu sagen. Hier, das habe ich dir mitgebracht. Ich habe ihm den Strauß Blumen auf den Tisch neben ihn gestellt und bin dann auf die Tür zugegangen. Ach, das sind die Blümchen, schön. Ja, dann gehen wir mal raus, oder? Ach, endlich frische Luft. Ich habe mich niedergeschlagen auf den Bordstein gesetzt. Auch wenn Lysander sich gut von seinen Verletzungen zu erholen scheint, ist sein Zustand doch beunruhigend. Die Erinnerung an andere Menschen zu verlieren, ist wirklich dramatisch. Doch auch wenn es mich verletzt hat, dass er mich nicht wiedererkannt hat, ist es gut, dass Castiel bei ihm geblieben ist, um mit ihm zu sprechen. Das hilft ihm vielleicht dabei, sich an einige Dinge zu erinnern. Du wirkst sehr nachdenklich. Oh, ich habe dich gar nicht kommen sehen. Ja, es beschäftigt mich ganz schön, das kann man wohl sagen. Sie hat sich neben mich gesetzt. Wie geht's Lei und seiner Mutter dabei? Nicht besonders. Alle haben große Angst wegen seiner Amnesie, auch wenn er sich an das Wichtigste zu erinnern scheint. Ja, das Wichtigste ist aber, ne. Ehrlich? Erinnert er sich auch daran, wie es seinem Vater geht? Oder das Wichtigste? Das ist ziemlich verletzend, er erinnert sich nicht mehr an mich. Oder, ja, das ist ermutigend. Oh, keine Ahnung. Ja, positiv bleiben, oder? Ja, das ist ermutigend. Wenn du mich beruhigen wolltest, hat das nicht ganz geklappt. Vielleicht versuche ich einfach, mich selbst zu überreden. Ganz ehrlich, glaube ich, sein Unterbewusstsein hat eine Auswahl getroffen. Ja, und in dieser Auswahl spiele ich keine Rolle. Dafür gibt es sicherlich einen Grund und vielleicht werden wir diesen niemals erfahren. So oder so bin ich sicher, dass wir ihm auf unsere Weise helfen können. Natürlich müssen wir uns dabei an die medizinischen Ratschläge halten, aber wir können ihn sicherlich nach und nach an vergangene Ereignisse erinnern. Sie hat mit dem Kopf genickt. Ich hoffe, es gelingt uns. Wir sollten zu ihm zurück. Ja, aber vorher hole ich mir eine Kleinigkeit zu essen. Schon wieder? Das ist eben meine Art, mit dem Stress umzugehen.
Wir treffen uns oben, okay? Okay. Ich habe nochmal tief durchgeatmet, bevor ich mich dazu durchringen konnte, wieder das Krankenhaus zu betreten. Das machen wir im nächsten Part, meine lieben Ananäschen. Verarbeiten wir erstmal, wieso er sich nicht an uns erinnern kann. Und ja, vielleicht auch einmal ein Hinweis von mir, Leute mit Amnesie oder auch Demenz, Alzheimer oder was auch immer, was mit Gedächtnisverlust zu tun hat, die machen das nicht extra. Also es ist jetzt nicht so, als ob sie sich bewusst dazu entscheiden würden, euch zu vergessen. Behaltet das immer im Hinterkopf. Ja, Punkt. Ich beende hier mit diesem Part und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, meine lieben Ananäschen.